Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht es auch gut. Den kleinen nervigen Schock habe ich so ein bisschen quasi überwunden. Ich werde mich jetzt Richtung Kinzinger begeben und werde mal ein bisschen plaudern. Ein richtig schönes Wetter ist heute wieder einmal. Ich bin ja gestern, ja, quasi frühzeitig nach Hause gefahren, weil ich daheim was Wichtiges zu erledigen hatte. Ja, die Zettel habe ich mit von der Polizei. Den werde ich Ihnen natürlich zeigen. Und ja, wir werden uns überraschen lassen, was jetzt da Sache ist, was rauskommt, wie damit umgegangen wird. Das sind ja alles Fragen über Fragen, die beantwortet werden müssen. Ich bin schon darauf gespannt, was für Strafe ich bekomme. Ja, im Prinzip, es kann ja nicht viel sein, das sind 2 dB. Das ist ja nichts eigentlich. Ah ja, ich werde heute noch Pannonia-Ring buchen mit BTR Performance. Servus. 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 Servus, grüß dich. Grüß dich. Okay. Servus. Hey. Aber Problem. Messen haben sie mich. Anzeige habe ich. Was? Was ist das? Was? Dann. Du musst nicht so lassen. Schau mal kurz. Ich darf bei 96 dB bei 6500 Umdrehungen. Steht drin, oder? Jo. Ja. Heuer habe ich mit die Schande einen Kopf, ich kann das gar nicht sagen. Das Mapping passt nicht. Ja, ja, sicher. Das Mapping bleibt das gleiche. Okay. Das wärst du nur ungelernt, so mit der Lautstärke. Die Kloppen, kann ich nicht ein bisschen zu aufmachen, normal oder was? Vielleicht ist nein, das die Kloppen wärst du von mir ungelernt. Ja. Aber ich habe keinen Einfluss darauf, wann die auf und wann die jetzt wird. Das. Seht ihr so, gell? Also die Kloppen ist so ausgelegt, dass sie bei 50 km/h zu, im Stadtbereich, und ab 60, 65 km/h macht sie dann wieder auf, so man tragen. Genau weiß ich es jetzt auch nicht. Gell? Das heißt, du gehst eigentlich nur her, du sagst, das Kloppen oder hin, das Auspuffkloppen, das ist voll zu und das ist voll offen. Mhm. Das fährt er selber um. Und dann stößt du nur mehr ein Spiel ein, das sind 2 Meter und das war's. Damit hast du eigentlich keinen Einfluss auf das, wenn die Kloppen auf und zu sind. Das sind mir jetzt eigentlich schwer. Ich muss jetzt das einmal anchecken, was da eine Brille dazu sagt und was da für eine Möglichkeit gibt. Das ist, kriegst du einfach einen neuen Topf, weil eine andere Möglichkeit gibt es an sich nicht. Weil ich sag, du hast ja weder an die B-Killer verbaut. Ja. Ja, du lass mich das jetzt da, probieren wir das bitte. Ja. Und dann checke ich das an, inwieweit. Wann musst du vorführen? Oder ja, dabei habe ich noch keinen Zettel gekriegt, das war jetzt am Samstag, nicht? Ja. Aber vermutlich wird es vorführen müssen, ne? Ist schon klar. Aber ich muss mir zuschauen, ich muss da mit der Brille reden, was sie sagen, was für die Möglichkeiten es gibt. Ja. Ich schließe jetzt einen Fabrikationsfehler oder sowas auch aus, gell? Okay. Weil, tun wir dazu ab, schwer irgendwas dazu sagen. Ja. Ja, aber ich habe extra darauf geschaut, dass du wirklich alles passt. Ist ja klar, ich bin auch deiner Meinung, gell, und das sollte auch passen. Ja. Ich habe auch das Problem jetzt noch nie gehabt. Gell. Aber ich check das an und dann werde ich dir Bescheid sagen. Also nicht, ja. Hast du den Zettel für mich noch bitte? Dann probieren wir das und dann sag ich dir Bescheid. Ja, einen schönen guten Morgen, Freunde. Wie ihr seht, das Wetter ist scheiße. Ich hole mir heute den Brief von der BH. Mal gucken, was da so drinnen stehen wird. Maske, die was ich dauernd vergiss irgendwie, wenn ich irgendwo reingehe. Es ist
kurz vor 9 Uhr. Ich bin gespannt, was hier auf mich zukommt. Irgendwie fühlt man sich ja auch so wie ein kleiner Verbrecher. Ich habe mir auch überlegt, eigentlich, ich muss nachher vielleicht kurz meinen Versicherungsmenschen anrufen, weil ich denke schon, dass ich irgendwo so eine Rechtsschutzversicherung dabei habe. Ja, jetzt werden wir mal den Brief holen und werden wir mal schauen, was die mir so mitteilen wollen. Also ich lese euch einmal kurz vor, was in diesem Brief drin steht. Sie haben als Fahrzeuglenker folgende Verwaltungsübertretung begangen. Sie haben sich als Lenker, obwohl es Ihnen zumutbar vor Antritt der Fahrt, nicht davon überzeugt, dass das von Ihnen verwendete Fahrzeug den Vorschriften des Kraftfahrgesetzes entspricht, da festgestellt wurde, dass das betroffene Fahrzeug übermäßiger Lärm verursacht. Der bei der Genehmigung des Kfz bestimmte Nahfeldpegel von 96 dB bei 6500 Umdrehungen wurde um 5 Dezibel überschritten. Also da steht da jetzt nichts mehr drin von Mitte 3 Toleranz, also um 5 habe ich es überschritten. Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschrift verletzt. Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende Strafe verhängt. 50 Euro oder 10 Stunden Ersatz Freiheitsstrafe. Ja. Also es steht auch nichts drin, dass ich es vorführen muss oder was. Also rein quasi die 50 Euro sind zu bezahlen. Was ich mich jetzt da frage, jetzt zahle ich die 50 Euro. Quasi damit ist das nachher erledigt. Und was ist beim nächsten Mal? Das gleiche Spiel wieder oder wie funktioniert das? Ja, was soll ich da jetzt machen? Oder was kann man da machen? Ich meine, es ändert ja, entweder dem wirklich falsch gemessen, wovon ich ausgehe. Ja, aber wie gesagt, soll ich da jetzt jedes Mal zahlen, wenn sie mich da aufhalten und zu laut messen? Oder wie? Ich werde nachher mal kurz meinen Versicherungsfuzzi anrufen und ihm fragen, ob ich nicht irgendwo eine Rechtsschutzversicherung dabei habe. Weil es geht nicht um die 50 Euro, es geht mir darum, dass das eigentlich legal ist, dass alles vorschriftsmäßig eingebaut wurde und auch zugelassen ist. Und ja, trotzdem zahlen muss. Ich halte auf dem Laufenden.